Die Firma OnePlus ist bekannt dafür, Smartphones mit einer sehr guten High-End-Ausstattung zu einem vergleichsweise geringen Preis anzubieten. In der Vergangenheit hat das Ganze auch sehr gut funktioniert. Und ob das mit dem neuen Flaggschiff, dem OnePlus 6, ebenfalls der Fall ist und ob ich es euch empfehlen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Bevor es aber richtig mit dem Video losgeht, einmal ein großes Dankeschön an RhinoShield. RhinoShield ist eine Firma, welche ultrastabile Cases für diverse Smartphones anbietet, sodass diese eben auch bei etwas extremeren Stürzen nicht allzu viel Schaden annehmen. Und falls ihr weitere Informationen haben wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich den Link. Auch wenn sich die eigentliche Form und auch die Abmessung vom Gerät im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert haben, fallen einem beim Design doch einige Unterschiede auf. Wie bei aktuell sehr vielen Geräten haben wir ebenfalls hier ein Glas-Metall-Sandwich, wobei die Rückseite bei meinem Modell auf den ersten Blick eher wie Aluminium aussieht. In Wirklichkeit handelt es sich aber um mattes Glas, welches super weich und hochwertig in der Hand liegt, aber dafür auch verdammt rutschig ist. Alternativ gibt es dann noch eine glänzende Variante sowie eine weiße Version, welche roségoldene Elemente besitzt. Insgesamt ist das OnePlus 6 super hochwertig verarbeitet und spielt auf jeden Fall ganz weit oben mit. Etwas schade ist dann, wie ich finde, nur, dass trotz des Designs mit der Glasrückseite auf Wireless Charging verzichtet wurde und man so auch mit anderen Materialien keine Einschränkung gehabt hätte. Schaltet man das Display an, fällt einem gleich die nächste Änderung auf, denn wie bei vielen anderen Geräten hat auch das OnePlus 6 eine Notch, wobei diese, wie ich finde, ziemlich dezent gehalten ist und mich persönlich nicht gestört hat. Dadurch, dass die Displayränder an allen Seiten geschmälert wurden, konnte das Display auf insgesamt 6,28 Zoll anwachsen, wobei die Auflösung weiterhin 1080p beträgt. Im Alltag fällt diese zwar nicht negativ auf, aber man ist eben auch nicht von der Schärfe beeindruckt, weil es mittlerweile diverse Geräte mit Quad-HD oder auch mehr gibt. Dementsprechend hätte ich mir auch hier ein Upgrade im Vergleich zum Vorgänger gewünscht, aber nun ja, das bleibt dann wohl der Wunsch für die nächste Generation. In allen anderen Punkten kann das Display aber überzeugen. Die Helligkeit ist super, die Blickwinkel sind auch sehr stabil und AMOLED-typisch sind die Farben und Kontraste sehr knallig. Trotzdem wirkt das Panel sehr akkurat und bei Bedarf kann das Panel in den Einstellungen auch noch nach den eigenen Ansprüchen kalibriert werden. OnePlus-typisch wurde natürlich auch bei der Hardware nicht gespart und dementsprechend kommt das aktuelle Flaggschiff, nämlich der Snapdragon 845, je nach Speicherversion mit 6 oder 8 GB RAM zum Einsatz. Ob man in einem Smartphone jetzt wirklich 8 GB RAM braucht, ist mal dahingestellt, aber Fakt ist, das Gerät rennt nur so durch das System. Dabei ist ganz egal, ob es sich um einfaches Surfen, Social Media oder Gaming handelt, dieses Gerät kommt damit klar. Zudem werden Apps auch sehr lange im Hintergrund offen gehalten, was der Performance im Alltag auch noch mehr hilft. Nur eine gute Hardware reicht aber noch lange nicht für eine gute Performance, denn auch die Software ist extrem wichtig und beim OnePlus 6 kommt das aktuelle Oxygen OS 5.1.5 zum Einsatz, welches eine ganz leicht modifizierte Version von Android 8.1 ist. Die softwareseitigen Veränderungen sind eben so gering, dass das System so sehr nah an dem ist, wie Google selbst sich Android vorstellt. Und das führt eben dazu, dass die Performance ultra gut ist. Und ich würde sogar sagen, dass die Performance aktuell besser ist als bei dem Pixel 2. Und ich meine, das kommt direkt von Google, also schneller geht's eigentlich gar nicht. Ein weiterer Vorteil von einer Software ohne viele herstellerspezifische Anpassungen ist, dass Updates schneller ausgeliefert werden können. Beispielsweise gibt es nämlich jetzt schon die Möglichkeit, die Beta von Android P auf dem OnePlus 6 zu installieren. Und das ist nicht bei wirklich vielen Geräten möglich. Schon im Vorgänger vorhanden und im OnePlus 6 noch einmal etwas perfektioniert ist die Gesichtsansperrung, welche zwar ausschließlich über die Frontkamera funktioniert, allerdings sehr schnell und auch zuverlässig funktioniert, selbst wenn es mal nicht ganz so hell ist. Der Sicherheitsfaktor ist dementsprechend natürlich auch nicht der allerhöchste, aber ich meine, selbst beim iPhone X mit Face ID kommt man irgendwie rein, wenn man sich nur ausreichend damit beschäftigt und es wirklich möchte. Und für Leute, welche dieses Risiko eben nicht eingehen wollen, die können trotzdem weiterhin auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor verwenden. Im Vergleich zum Vorgänger ist dieser nun etwas weiter nach unten gerutscht und lässt sich nicht mehr ganz so leicht ertasten, was mich persönlich bei der Benutzung etwas irritiert hat, aber zuverlässig ist er trotzdem auf jeden Fall. Der Grund für den etwas verschobenen Fingerabdrucksensor ist die Kamera, welche natürlich wieder eine Dual-Kamera ist. Verbaut wurden nämlich zwei 16-Megapixel-Sensoren, wobei die Weitwinkelkamera eine f1.7er Blende hat und die Zoom-Kamera eine Blende von f2.0. Schärfetechnisch können die Fotos auf jeden Fall überzeugen und auch der
Dynamikumfang und die Farben machen einen ziemlich soliden Job. Zwar sind die Fotos nicht die allerbesten, welche man jemals in einem Smartphone gesehen hat, aber schlecht sind sie auf keinen Fall und die Aufnahmen sind immer sehr akkurat, weshalb man sozusagen immer vorher schon weiß, was einen erwartet. Besonders aufgefallen ist mir aber das sehr hohe natürliche Bokeh, was die Bilder nochmal ein bisschen hochwertiger aussehen lässt und die ziemlich gute Videostabilisierung, womit man beim Laufen sogar problemlos Aufnahmen machen kann. Nicht zu vernachlässigen ist die Frontkamera, welche eine 20 Megapixel Auflösung hat und ebenfalls eine Blende von f1.7 besitzt. Auch hier sind die Aufnahmen insgesamt sehr schön und dank der hohen Auflösung auch sehr scharf, wobei die Fotos nur wirklich gut werden, wenn man alle Beauty-Filter deaktiviert hat, aber dann sind die Fotos auch wirklich sehr solide. Unverändert geblieben im Vergleich zum Vorgänger ist der Akku, welcher weiterhin 3300 mAh groß ist und obwohl das Display noch einmal etwas größer geworden ist und durch das längere Seitenverhältnis in der Höhe mehr Pixel hat, konnte ich nicht feststellen, dass der Akku darunter leidet. Ganz im Gegenteil, denn bei mir waren immer mindestens 1,5 Tage drin und oft auch 2 Tage Nutzung, womit die Akkulaufzeit für mich zumindest über dem Durchschnitt liegt. Richtig genial finde ich bei OnePlus aber immer den beigelegten Dash Charger, mit welchem man den Akku so schnell wie bei keinem anderen Gerät wieder aufladen kann. Gerade wenn man nur wenig Restladung hat, bekommt man da in wenigen Minuten richtig viel Power rein und somit muss man das Gerät gar nicht mehr über Nacht laden, sondern einfach kurz für ein paar Minuten, wenn es nötig ist und ich finde das im Alltag einfach eine ziemlich befreiende Sache. Am Ende muss man dann ganz ehrlich sagen, dass das OnePlus 6 tatsächlich ein super Gesamtpaket bietet und im Vergleich zu teureren High-End-Geräten muss man eigentlich nur bei der Display-Auflösung und der Hauptkamera ein paar Abstriche machen, wobei sich auch das in Grenzen hält. Für 519 € bekommt man bereits die Version mit den 6 GB RAM und für 569 € gibt es dann die Version mit den 8 GB RAM. Und das ist, wie ich finde, ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wer ein Gerät mit einer ultra guten Performance haben möchte, welches mit teureren Geräten mithalten kann, der ist hier auf jeden Fall richtig beraten und bei Interesse findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung den Kauflink, also schaut dort bei Interesse einfach mal vorbei. Aber sonst soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!